Marktgequetsche. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1. Für alle Männer draußen, wenn es um Wohnen und Leister geht. Und ihr seht, an meiner Seite ist mal wieder der liebe Luis. Wir haben uns ja beim Justin Bieber Konzert kennengelernt. Und dann habe ich ihn heute mal angehauen. Du darfst auch gleich reden, ich muss nur das Intro schnell machen. Habe ich ihn angehauen und habe gesagt, ey, lass uns doch mal ein Video machen. Ich bekomme so viele Fragen von meinen Zuschauern. Wie style ich mich wie Justin Bieber? Was trägt Justin Bieber? Kannst du mal so ein Bieber-Outfit-Video machen? Und da dachte ich mir, ey, hol ich mir dich doch mal an meine Seite. Wer ihn noch nicht kennt, dieser junge Mann hier ist extrem erfolgreich und richtig cool unterwegs auf Instagram. Verlinke ich auch mal unten in der Infobox. Check's mal ab. Sehr, sehr coole Outfits, geile Style. So, dann starten wir natürlich erstmal mit Justin Bieber, sein Style. Wir beschreiben einmal ganz kurz, was hat er für einen Style, und für alle Leute da draußen, die ihn jetzt hier haten oder negativ. Es geht nicht darum, um seine Mucke, es geht hier um gar nichts, sondern tatsächlich nur mal um den Style. Und ich sehe tatsächlich extrem viele Leute, die ihn auch kopieren, die so rumlaufen. Super viele Jugendliche, die ihn nacheifern. Deshalb glaube ich, ist es auch berechtigt, mal so ein Video zu machen. Wie würdest du seinen Style beschreiben? Eher lässig. Also es gibt ja viele unter uns, die eher so den Biker-Stil fahren, wie Marc und ich eigentlich auch. Ja, immer. Immer schön Bikerjacke und Stiefel am Start. Aber nein, Justin Bieber ist definitiv so ein bisschen lässiger unterwegs, immer mit Sneakern. Alles so ein bisschen Oversize, ein langer Pulli, ein langes Hemd, ein langes Shirt. Ich sehe es auch so, auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Ich muss aber sagen, ich finde es ganz cool. Er hat ja mehrere Lagen, wie man auch bei dir gesehen hat jetzt gerade im Clip, dass du echt so einen Pulli, der ein bisschen größer ist, darunter nochmal ein weißes Shirt, was ein bisschen länger ist. Alles so ein bisschen entspannter. Also ich würde schon sagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Outfit oder ein Styling, was ich jetzt anziehen würde, wenn ich das erste Mal mit einer Freundin irgendwie schick essen gehe oder genau, so. Das ist es. Aber für die Freizeit definitiv sehr, sehr cool, kann man auf jeden Fall machen. Ich blende jetzt einfach mal das Outfit ein. So sieht das Ganze aus. Ja, und erzähl doch mal. Also, wir fangen als allererstes an. Also, als allererstes, wo ist dieser schicke Pulli her? Der Pulli ist aktuell im H&M zu finden. Ich habe ihn selbst, glaube ich, erst seit 3 Wochen heute, aber das erste Mal wirklich ausgepackt für das Video. War noch richtig, er kam an mit Etiketten drin und so, richtig fresh noch, okay? Genau, findet ihr definitiv in jedem H&M-Store. Ansonsten, ich denke mal, jeder hat so ein schlichtes weißes T-Shirt zu Hause im Schrank liegen. Meins ist jetzt ein bisschen länger, weil ich es cool finde, wenn es ein bisschen unter dem Pulli nochmal rausguckt. So, und dann kommen wir zu der Jeans. Die habe ich aktuell von Zara. Die ist auch erst, ich denke mal, jetzt so 1-2 Monate her. Müsste aber auch nochmal im Store zu finden sein. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Aber ich denke, die eine oder andere ähnliche Hose sollte da zu finden sein. Und diese Cargo-Hose, die du gerade gezeigt hast, muss ich sagen, die hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Die Cargo-Hose ist auch von Zara. Auch erst 1-2 Monate her. Müsste aber auch auf jeden Fall noch erhältlich sein. Deswegen checkt die unbedingt mal ab. Sehr, sehr coole Hose. Kann man echt immer mal auch zum Chillen anziehen. Super, super cool. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, und zwar sind das die Schuhe. Die, muss ich sagen, gefallen mir auch richtig gut. Die sehen auch extrem hochwertig aus. Die sind von Axel Arigato. Okay, ich glaube, viele Leute gibt es da draußen, die diese Marke noch nicht voll gehört haben. Wo sind die her? Was, wie, wo, was? Erzähl doch. Ja, ehrlich gesagt, habe ich mal mit denen eine Zusammenarbeit gehabt. Ja, ist doch gut. Gar kein Thema. Dann beenden wir das Video hier gerade. Ich hatte tatsächlich, beziehungsweise immer noch, eine Zusammenarbeit mit denen, die mir zugeschickt wurden, und das sind mit Abstand die geilsten Sneaker, die ich ehrlich gesagt habe in meinem Schrank. Ja, sind richtig gut. Wie liegen die preislich? Weil ich tatsächlich noch nie was davon. Preislich müssten die bei 170, 180 Euro liegen. Das war auf jeden Fall jetzt mal ein Outfit, was ihr komplett nachstylen könnt. Ihr habt selber gehört, die Sachen gibt es aktuell noch bei Zara oder H&M. Ich verlinke auch gerne mal die Schuhe, vielleicht kriege ich auch eine Kooperation mit den Jungs. Wenn ihr das seht, Leute, checkt definitiv den Luis mal ab, geht auf seinen Instagram-Account, sehr, sehr coole Bilder. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, auch dass wir mal von anderen Stars das Styling nachmachen oder sowas, dann rufe ich ihn wieder an. Vielleicht hast du ja noch, wen gibt es denn überhaupt noch? Madonna, Spaß, da kommt der. Spaß. Nein, aber schreibt es doch mal in die Kommentare, können wir ja gerne machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben da lassen, gerne abonnieren, bei ihm vorbeischauen, und du hast das letzte Wort. Das war kein Wort, Digga. Sofort zurückkommen. Ich lass laufen, ey. Das ist ungeschnitten. Ich kenn's ja sogar von deinen Videos, ne? Dass deine Gäste immer das immer letzte Wort haben. Ja, liebe Leute, stay fresh. Was soll ich denn? Ja, kannst du jemanden grüßen, wenn du willst? Alter, das wird ein langes letztes Wort, Mann. Wünsche euch alles Gute. Ja, ist auch okay. Scheiße, es war kein letztes Wort. Haut rein. Peace.